Cuphead and his Pellbug men. They like to roll the dice. By chance they came upon Devil's Game, and gosh, they paid the price. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Yes! Im letzten Part haben wir das Casino abgeschlossen und das Bad Ending ausgelöst. Nehmen wir unsere Seele verkauft haben. Ja, und zwar endgültig. Aber dieses Mal, weil ich weiß nicht warum, wir haben unsere Seelen irgendwie zurückbekommen. Wir haben das ganze Spiel nochmal gemacht. Ja. Und ja, deswegen gehen wir jetzt da rein und hauen ihn auf die Nase. Auf die Nase? Ich soll immer mal einen Teufel auf die Nase geben. Was ist mit den Augen? Oh, wen haben wir denn da? Ihr habt nicht nur meinen unnützen Schergenkönig Würfel versohlt, sondern ihr habt auch meine Seelenverträge. Jetzt schließt euch mir an. Nein. Ihr fällt mir also in den Rücken, was? Ich werde euch lehren, Verträge nicht zu brechen. Aufgepasst! Ja. So mussten zwei Tassen gegen den Teufel kämpfen. Ja. Warum denn nicht? Da wäre bestimmt voll einfach, pass auf. Nein. Es ist sehr viel schwieriger, als du denkst. Nee, so schwer wie ein Casino. Nehme ich mal an. Das hält ganz schön lange. Ja. Ja, der hat schon 10 Phasen. Ne? Oh, auf mich, ich weiß noch gar nicht, wie du funktionierst, ey. Nein, doch nicht auf mich. Ich weiß, wie du funktionierst, aber geh nicht auf mich. Okay, ich glaube, ich will meinen Bock wechseln. Na, ich brauche mein Ziel, ja. Ja, da bin ich weg. Nein, Daniro! Muss ich alleine gegen den Teufel kämpfen? Ja, klar. Warum denn auch? Warum denn auch nicht? Man kann gar nicht normal schießen. Ich musste mich ja konzentrieren. Ich musste den Geist steuern. Da kannst du aber nicht schießen. Ich glaube doch, aber. Wäre besser als von dem Ding wegzurennen. Nein. Ja, zurück. Zurück zur Karte. Na, jeder, der es wagt, sich mir zu widersetzen, wird vernichtet. Wir wären sogar in die nächste Phase gekommen. Ja. Ich glaube, wir brauchen doch ein bisschen mehr Herzen. Meinst du? Ja. Doppelt oder einzeln? So, ich nehme erstmal das hier. Ich weiß nicht. Gibt es eins zuerst? Ich nehme deine Angriffskraft. Ich weiß ja nicht, ob das ich weiß beides. Nimm du mal doppelt, ich nehme das einfacher. Ich meine, das tut beides gleich. Oder ich denke mal, mit zwei Herzen tut das mehr Angriffskraft senken. Ich weiß nicht. Vielleicht weiß das ja jemand. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja. Aber nein, wir schließen dich dir nicht an. Wir geben dir jetzt aufs Maul. Ja. Wir hauen dir jetzt auf die Nase und dann auf die Augen. Ja. Haut ihm auf die Augen. Hier, genau zwischen den Augen. Ja. Genau da. Genau da. Genau da. Genauso. Genauso. Genauso wie du auch. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Hey, Brawl is surely brutal. Oh nein, mit dem seinen Augen, oder? Ja, das ist symbolisiert. Oh, spring. Ja. Trotzdem getroffen. Oh. Oh. Ich rette dich, Cuphead. Muss ich Angriffe noch aushaben, ja. Ja, bin ich so aktuell. Au. Nein. Na. No.
Du hast den Vertrag gebrochen, dafür werde ich dich zerbrechen. Ja, der trifft mich auch noch damit. Ja, mich auch. Boah. Au. Das läuft nicht gut. Oh, Junge. Wenn er als Treffen vorkommt, muss er einfach in die andere Ecke laufen. Die Fresse. Oh. Wollen wir beide rein? Ich Moin. Wollte gerade parieren. Erste Mal schon, aber schon beinahe. Ja. And begin! Den Kopf verfehlt, gibt's nicht. Au. Es war zu früh, um The World einzusetzen. Wie war es zu früh, um The World einzusetzen? Ah ja, Thomas. Was? Oh, was? Ich bin tot. Du bist das. Thank you. Oh, wat? In der Mitte bist du ganz sicher bei uns. Geh zurück. Hier rein. Ah. Blau. Oh. Also sieht aber nicht so schwer aus wie die erste. Nee. Wenn ich ganz ehrlich bin. It's on. Ah, war fast. Boah, au. Junge. Boah. Wo sehe ich denn, von welcher Seite da kommt, ey? Ich kann sie gar nicht sehen. Oh, what? Ja, das ist... Der Angriff ist irgendwie nervig. Okay. Dieser verdammte Teufel, ne? Ja. Ja. Sie hat's getroffen. Oh. Bei Radar funktioniert einfach springen und dashen. Ja. Gut, habe ich auch Gefühl. Na gut. Aber viel besser bis jetzt. Ja. Das kommt mit Einfachheit. Wieder. So wrong. Wir müssen diese Bomben unbedingt parieren, weil sonst machen die einen Sauschaden. Oh Gott. Ja.
Was sind die denn? Ja, ich treffe. Oh. Ich wollte auch mein Ding einsetzen. Warum hast du gemacht? Nein! Oh. Oh. Nein! Ich hatte noch volle Dinger. Wieder weint. Nein, das war sogar die letzte Phase gewesen. No, what? Nein! Oh Mann! Sag doch einfach. Ja, diese Phase ist relativ leicht, aber die ist nicht leicht. Ah. Hey, ich verschaffe uns hier mit meinem Nutzern hier. Hier ein bisschen Freiraum, damit uns diese kleinen Minisoldaten uns nicht auf den Sack gehen. Au. Ich hab ja eigentlich vor allem abschießen mit meinen Aufladedingen. Ja, ich auch. Okay. Oh Gott. Bam, 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 bam. Au. Ja, da war noch einer. Au. Oh. And now I'm dead. What a big surprise. Ah. Also, ist gleich erledigt, komm. Ah. Hat er dich gelinkt? Ja. Ah, beide nur ein AP, das ist nicht gut. So laut. Du hast die Bombe abgewehrt. Ich wollte eigentlich auf dein Herz losgehen. Aber wir sollten beide ein bisschen in der Nähe bleiben zum Wiederbeleben. Ja. Nächste Phase. Ah. In die Phase. Was? Bin runtergefallen? Nein. Nein. Warum? Nein! Also gut wie. Ja. Here goes. Okay. Ah, nein. Jau. Jau. Oh, no. Die Phase läuft auch langsam. Ja. Oh, dieses blödes Viech. Au. Oh, ehrlich. Nein. Die haben wir gesagt. Das flippt einfach, ey. Aha, dass sie nicht entkommen. Nein, ich bin wohl gefallen. Oh, thank you. Oh Gott.
Nein. Ich bin schon wieder runtergefallen. Oh Gott. Au. Nein. Nein. Da komme ich nicht hin. Ah. Nein. Ja. Ein great slam and then stop. You're out. Au. Oh. Ich habe nicht darauf geachtet, was er getan hat. Irgendwann auch schon mal solche Geräusche gemacht. Ja. Au! Au! Au. Und wir müssen jetzt diesen Teufel Pilz machen. Na, oh, das gibt's einfach. Na, oh, den habe ich nicht gesehen. Oh, den habe ich auch nicht gesehen. Lass dich doch nicht einfach so sterben. Der strippt einfach schon wieder. Oh. Oh. Nein, ich habe einmal nichts eingesetzt. Wieso? Das schaffst du schon. Sagt er so, fällt runter. Was? Was? Wovon wurdest du getroffen? Oh. Au. Ich kann einfach erledigen, wenn sie kommen. Oh. Au. Ich hab kommen gesehen, ne? Er tut sich hier irgendwie 6 Arme hier wachsen, aber irgendwie macht er nichts mit denen, außer mit seinem Kopf. Du warst schon tot. I'm dead. What? I'm alive. Wie zur Hölle habe ich überlebt? Sollte das nicht so hoch einsetzen. Okay, ich hab noch eins übrig. Nein. I must go to the new UFP. My planet needs me. Ja. Muss auch los. Ja. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? Ja, na, 16 oder 18, glaube ich. Ja, ich kann ja auch nicht. Unter 20. Wow. Yes, pariert. Nein, zu früh. Ist nicht. Da. Da wird es abschieben. Wenn aufgeladen sind, schießt nicht immer. Ich glaube, wir brauchen beide die Macht der Doppelherzen. Ja, können wir machen. Ja. Na, ein Versuch. Ja.
Ich weil er den Typen ab. Verdammte Axt! Verdammte Axt! Autsch! Das ist das, was ich meine. Zurück zur Karte. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche mehr Herzen. Ah, okay. Ah, Mann, das müssen wir doch jetzt mal schaffen. Das ist auch die. Ist auch die? Mhm. Was du? Bleibst du beim Energiestrahl? Ja. Dein Stand ist ein Energiestrahl. Ja. Zum Beispiel spezielle Fähigkeit. Nein. Ja, fragt denn der uns dann noch? Ja, warum fragt er uns doch? Oh, hm, vielleicht der denkt er so, ah, vielleicht? Vielleicht dieses Mal. Ja. Vielleicht sind die nochmal so blöd. Ja. So. Komm mal her. Ja. Jetzt gibt es auf die Fresse. Gibt es auf die Eier. Was? Ja. Here they real high class. Oh. Der ist auf mich losgegangen, ey. Boah, falsche Richtung, Mann. Nimm das, Teufel! Au. Au. Ne. Hinterher! Den schnappen wir uns! Die Bombe war nicht in unserer Nähe. Ja. Na, gut so. Oh, die kann man sogar erledigen. Klar kann man die erledigen. Mach ich doch die ganze Zeit. Okay. Wusste ich nicht. Nein. So what? Also alles gut. Nein! Wurde auch getroffen. Nein. Nein! Lief so gut. Ja. It's on. Ah. Oh. Oh. Ah. Und Randale. Und schon wieder getroffen, ey. Da kommen wir langsam raus. Ja. Langsam. Ah. Ja,
erstmal. Nee, nicht damit. Oh, du hast noch 3 AP, gut. Ja. Nein. Verteidige mich. Ja. Und fallenden Chip kann ich nicht verteidigen, tut mir leid. Ah, letzte Phase. Nein! Der erste Chip, der immer runterkommt. Ja. Willst du ein Lagging machen, Mann? Man kann dem sogar ausweichen. Ja, sowieso, aber wie? Ich weiß, das ist ganz... Oh mein Gott. Nein! Verdammter Dreck! Nein, da wollte ich nicht. Na, ah, getroffen. Ja, von diesem kleinen Fuckviech hier. Au! Geil. Ja, geil. Ja, da kommt ein Viech. I got your back, bro. Ja. Ja, und da kommt jetzt wieder einer. Und so Bälle am rumfliegen, Mann. So Bälle. Nein, was mache ich da? Ich lasse dich nicht einfach so sterben. Wie soll ich da meine Dinger nicht frei, ey? Weiß nicht. Oh. Mach den kalt. Okay, gut. Invisible Frames. Frames for the win. Oh nein, ich hab's nicht gesehen. Nein! Warum sind die immer so tief, wenn einer von uns reicht? Feuern, ich bin schon tot, bin ich. Jetzt Phase. Oh. Aber. Und schon, der ist noch am Heulen. Also hat du auf die Tränen drauf gehen kannst? Ja, die Tränen kann man tatsächlich parieren. Ja, dann wird ein bisschen einfacher. And begin. Wir machen das jetzt zu Ende. Ja. No. Nein. No, ich muss schon. Ja. Okay.
Na, oh, ich bin schon tot. Nein, bist du nicht. Ich lasse sie nicht einfach so sterben. Oh. Thank you. Selbst ein High Five, ey. Ja. Weil er keine Freunde hat. Was? Wieso bin ich nach unten gefallen? What? Oh, ich bin tot. Thank you. Ich bin tot. Nein, ich lasse dich nicht eigentlich sterben. Boah. Fähig ist nicht, ey. So wild. Was? Oh. Glaube ich jetzt, ich muss schon wieder tot. Ja, ich war schon in der ersten Phase tot oder so. Geh weg. Na komm. Zurück, aber gut. So old! Komm schon. Nein! Oh Mann! Ne? Wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Ja, das Länge ist jetzt nicht mehr wichtig. Richtig, wollte ich gerade sagen. Länge ist nicht mehr. Länge ist nicht entscheidend. Nein, Fakt ist einfach nur, wir wollen das jetzt schaffen. Ne? Genau. Oh, warum direkt in meine Richtung? Na, no! No! Das gibt's doch erstmal nicht. Ey, ich habe nur einen HP. Das ist nicht wahr, Leute. Ah, diese erste Phase regt mich so auf, ey. Ja. Der Rest ist noch nicht mal so schwierig, ey. Tot übrigens. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, das heißt, ich muss es wieder richten. Ich komme zur Rettung. Irgendwie. Ah, Hilfe! Hm. Ja, ja, ja. Mann. Du wurdest gerade ganz schön warm. Von der Plattform weg, ja. Da kommt immer ein Ding direkt runter. Ich glaube, du sollst erst die Plattform wechseln oder so. Ja. Riesen Angriff im Einsatz. Oh nein. Ja, weiter. So lange bis wir schaffen. Genau. Selbst wenn es ein Stundenpart wird. Ja. Wir müssen halt ein bisschen schneiden. Ja. Hey. Mein Skill reduziert sich irgendwie voll, habe ich so gefühlt. Warum? Warum muss ich deinen selber? Warum muss ich dein Skill jetzt reduzieren? Ey, das gibt's halt nicht. Du blödes Mistvieh. Hey. Mein Gott. Mein Gott. Oh. Oh, was ist das? Oh Mann! Ja, ich spring mal hier. Boah, jetzt kommt er von der Richtung, ist klar. Ich will doch hier verarschen. Ey. Au. Mein Gott. Au. Nein. Ah, ich... Irgendwie sowas von erledigen.
Aber ja. Ja, jetzt seht ihr es. Der Nero hat einen Hass auf den Teufel. Der mag ihn nicht. Ne? Ja. Also schlimm, wie der Dach, den ich aufs Spiel gemacht habe. Ja, nicht sogar schlimmer? Also nicht viel. Dach, den ging mir schon ganz schön auf den Nerven. Ich würde mal gerne mehr als nur ein HP in die nächste Phase gehen, das wäre sehr gut. Schon wieder diese Phase hier. Jetzt kann man aber keine Dinger mehr entdecken, also ja. Ja. Ja klar. Schon reingehen. So. Boah. Aha. Das Ding aufzuladen und gleichzeitig springen, das ist, geht irgendwie nicht. Na, da kommen Bomben aus seinem Ohr. Ja. Er hat da was im Ohr. Nein! Verdammt, Äxte, ey! Wir waren schon in der nächsten Phase beinahe. Urlaub, das ist auch bei Octopath verbleiben, die vorher kommen. Ja? Ja. Irgendwie ein Angriff oder so von irgendeinem Boss vielleicht. Urlaub. Au! Na komm. Ich war noch nicht 15 Mal getroffen, das ist schon mal gut. Sagt er, sind unbekannt auf die Fresse. Und nur ein paar mehr Herzen in der nächsten Phase. Eieiei. Oh Gott, beinahe in den Rhein gedischt. Beinahe in den Rhein gedasht. Gedischt. Gedischt. Au. Kann ich aber nicht machen, ja. Er frustriert mich ja langsam. Oh, ja, schon. Da kommen keine mehr. Konzentriere ich nur aufs Ausweichen. Ja. Boah, ehrlich. Ja. Ich darf doch jetzt einfach die Wahl sein. Aber trotzdem macht irgendwie gerne. So. Ich glaube, ja, der Schaden tut irgendwie. Nächste Phase übergehen, irgendwie so was. Hoffe ich doch mal. In die Fräse. Sauer. Ich hab geil. Aha. Nein. Nein, ich bin tot. Lass ihn doch nicht einfach so sterben! Nein! Wir müssen in der Nähe bleiben. Ah. Zur Phase? Nein. Hilfe! Oh. Nein! Alter! Schon damit an. Ja. Ja, schon wieder ein eigenes Schwert. Nein.
Ja, langsam wird es auch mit der Phase, habe ich ja das Gefühl. Wir uns konzentrieren. Ja, dann kommen die blöden Bälle wieder. Ja, dann kommen die blöden Bälle wieder. Ja, mich 10.000 Mal. Ah. Da hat sich selbst ein High Five gegeben. Ja. Was machen wir dagegen? Schießen in die Fresse. Genau, den bringen wir um. Oh. Was hat dich getroffen? Hey. Alter, ey, bin ich froh, wenn ihr nichts haben. Du hast sogar keinen Schaden genommen, gut. Ja, aber wird sich jetzt gleich ändern. Gott, ist das... Ey. Ah. Ist erledigt. Ja. Ich habe keinen Schaden bekommen. Wie habe ich das geschafft? Alles gut. Ich habe nur Schaden bekommen. Ich habe keinen Schaden bekommen, du hast nur Schaden bekommen. Ja. Oh. So. Boah, was? Schwer, ey. Da wollen wir einfach da ausweichen, ey. Aber Gott, so habe ich mich geduckt, ey. Nein. War so stolz auf mich, dass ich geduckt bin, ey. Nee. So, jetzt komm. Nein. 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 Ah, warte du. Warte du nur. Ne? Naja. Für die Ehre. Warte du, Kleider. Ja, geil. Hoffen, das ist geil. So. Nein, ich bin getroffen. Das war lieb, ja. Für mich habe ich halt früher auf der linken Seite bin ich gar nicht sicher. Ey. Ich werde da jedes Mal getroffen. Alter. Okay, Zeit für die Bullshit-Phase. Au. Oh. Das ist eigentlich einfach, finde ich. Stell mich mir immer so an. Ich bin die Bälle, wir haben nervig von denen. Oh, 3 und 2. Ganz so gut, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, warum ist die Plattform so hoch? Oder fahren wir nicht den Strom rum? Ist das nicht die Frage, die wir uns alle stellen? Boah, ehrlich. Wir nehmen die Fresse immer weiter, immer weiter, immer weiter. Immer weiter. Oh, gut. Immer weiter, immer weiter. Geh weg! Weil weiß ich nämlich auch, du musst davon, von den Chips. Boah. Immer eine Plattform verletzen. Oh, Dreck, Alter. Jetzt kommt der rechts. Der kommt jetzt bei dir runter. Pass auf. Ich muss erstmal diesen Typen da ausweichen, ne? Nein. Ja, wir beide sind noch am Leben. Einer von uns muss das Ding ausweichen. Wir müssen ihn erlegen, bevor er zu weit ist. Hilf mir! Ja.
Knockout! Gut, sehr gut. Oh. Yay. Hey. Boom. Und noch ein letztes Mal. Ah, 45 Minuten. Oh. Ich denke, das ist eines Finals würdig. 2 Minuten 52 haben wir gebraucht. Das halte ich für eine Lüge. Und B. Da war ich einmal in dieser Phase am Leben. Das haben wir halt direkt geschafft. Ja. Als ob du derjenige bist, der ihn erledigt hat. Ich habe ihn erledigt. Ich bin den Dinger ausgewichen die ganze Zeit. Ey. Also, ach ja, die Brüder hatten den Dämon besiegt und ihn gezwungen, sich zu ergeben. Wir nehmen deine Kapitulation zwar an, lachte Tassilo, aber wir sind noch nicht fertig. Und damit vernichteten Tassilo und Podkopf alle Seelenverträge und befreiten die Bewohner der Tintenfassinsel aus der ewigen Sklaverei des Teufels. Ich kann es kaum erwarten, das allen zu erzählen, sagte Tassilo. Sie machten sich schleunigst auf dem Heimweg. Da bist du. Also los, wer als letzter zu Hause ist, hat einen Sprung. Podkopf, während sie liefen. Als sie zu Hause angekommen waren, trommelten sie alle zusammen. Ihr habt keine Schulden mehr beim Teufel, verkündete Tassilo. Und dieser Fiesling würde uns nie wieder beheiligen, fügte Podkopf hinzu. Opa Kessel sprudelte vor Stolz buchstäblich über alles, als alle zu jubeln begannen. Keine Ahnung. Tassilo und Podkopf leben hoch. Hip-hip-hurra. Und als das Freudenfest begann, versprachen die Brüder, sich niemals wieder Ärger aufzuweisen. Und daran hielten sie sich auch. Zumindest bis zum nächsten Mal. Aber das ist eine andere Geschichte. Kapitel 2. Was vielleicht sogar kommen könnte. The End. Yay, wir haben es geschafft. Wir haben den Teufel erledigt. Ja. Und wir sind Seelenretter. Schön. Da keine Credits? Nee. Wenn wir den Teufel die Seele verkauft haben, kriegen wir Credits. Oder? Nee, keine Credits. Ja. Nee, wir haben 100%! Oder ein Stern. Ja, dieser Stern bedeutet, dass wir jetzt auch den Expertenmodus spielen können. Was wir aber nicht machen werden. Genau. Weil wir haben keine Lust, uns nochmal die ganzen Bosse vorzuknöpfen auf dem Expertenrang. Ja. Deswegen, wir bedanken uns alle herzlich fürs Zuschauen. Und es hat uns sehr Spaß gemacht. Dann Igor P., wie ist deine Review zu diesem Spiel? Fand ich gut. Aber nicht so schwer wie so viele Leute, weiß ich nicht, von dem, was ich gesehen habe. Ich habe schon Leute irgendwie gesehen, die, weiß ich nicht, sind beim ersten Level oder so, glaube ich, verreckt war das. Keine Ahnung, wo die Blätter waren und dieser Drache ist gekommen. Sind wir da nicht auch gestorben? Ja, aber wie die Leute sich aufgeregt haben, wie blöde. So. Die haben noch nicht mal den Sprung irgendwie geschafft darüber. Und da habe ich mir gedacht, was? Und ja. Gut, kommen wir nun zur Punktebewertung. Bei einer Skala von 1 bis 10, was würdest du diesem Spiel geben? 8,5. Ja, ich auch 8,5. Weil der Teufel, und wir haben es ja beide erfahren. Der ist ganz schön nervig. No. Ja gut, okay. Dann noch irgendwelche abschließenden Worte? Nö. No. Dann beende den Part. Dann beende ich den Part. Bis dann und ciao. Ciao, ciao. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads.